heute, was geht ab, Leutonien? Ich bereite das alte Stream-Setup vor mit dem Handy, weil ich stream heute aus Tatis Food Truck. Nicht wirklich Eröffnung, aber das erste Mal, dass wir vorbeischauen. Und das wird gelivestreamt. Beziehungsweise für euch war das gestern. Ich hoffe, ihr wart im Livestream mit dabei. Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt. Wie immer sind alle verplant. Also jeder hat gesagt, okay, wir schauen am Mittwoch vorbei. Aber wir haben keine Zeit ausgemacht, wir haben gar nichts ausgemacht. So wie immer bei uns. Ich hoffe, ihr fallt nicht um. Ich habe jetzt gerade keinen Ständer für euch, weil den benutze ich ja fürs Livestream später. Ich gehe so um 12 los. Wie gesagt, keine Ahnung, wann die Jungs da sind. Tati meinte heute nur 11 bis 15 Uhr. Dann bin ich um 1 dort gechillt. Alles gesettet und sowas mit dem Stream. Weil ich kenne ja Food Trucks, ich habe ja schon viele jetzt ausprobiert. Ja, irgendwann sind die ausverkauft, also die sind meistens nicht so lange da, wie sie angeben, weil davor ist schon meistens ausverkauft, deswegen die Jungs haben keine Ahnung, wenn die später kommen wollen. Influencer Update. Ich habe jetzt einen am Start, die wäre bereit, die will 800 Mücken. Muss ich mir überlegen, ob sie es wert ist. Klingt so komisch, wenn man über Menschen so redet, dass sie das wert ist. Hübsch ist sie auf jeden Fall, hat mir auch Chong empfohlen, also schau sie an, Twitch, er ist ja gerade voll hart auf Twitch unterwegs und scoutet und dies, das und recherchiert, macht seine Hausaufgaben dort, ihr wisst Bescheid. Dann hat er gesagt, hey Jung, schau, check mal die ab, voll die Hübsche, kommt auch aus München und so. Habe ich dann gemacht, dann habe ich ihr Insta abgecheckt und ja, dann habe ich sie angeschrieben für Hongs Tour, weil ja, sie ist halt echt hübsch. Aber die Sache ist halt, hat sie die Zielgruppe, die ich haben will, sie postet viel auf Englisch, sie ist ein bisschen so in der Japanese K-Pop-Schiene unterwegs und hat auch war jetzt die letzten paar Jahre im Ausland. Das heißt, sie hat eigentlich auch viele ausländische Follower. Wie effektiv ist es dann, dass sie da auch Werbung für Hongs Tour macht, was halt richtig, richtig, richtig lokal ist. Deutschland, München dann sogar nur momentan. Ja, das muss ich mir alles überlegen. 800 Mücken ist nicht, also sprengt nicht in den Rahmen. Aber muss ich mir halt echt überlegen, ob sie es das wert ist. Ansonsten hatte ich eine andere verrückte Idee. Ich könnte auch, weil den Film ist so langweilig, habt ihr ja mitbekommen. Ich könnte auch einfach, okay, Kopfgeld aussetzen sozusagen. Kopfgeld, aka Preisgeld. Sagen wir zum Beispiel 1000 Euro und ich mache so eine fette Aktion. Der erste und schnellste, der die Tour löst, ohne einen einzigen Hinweis zu nutzen, der kriegt 1000 Euro. Könnte vielleicht ein paar anlocken, müssten dann um die 50 Leute, Moment, Chong schreibt ab 17 Uhr, schau, richtig verpeilt sind wir. Also ich schreibe, bin heute um 13 Uhr da, Rest, Fragezeichen. Chong schreibt, ich erst ab 17 Uhr sowas. Ich schreibe, Tati hat geschrieben, nur 11 bis 15 Uhr heute. Toll. Auf jeden Fall, Preisgeld. 1000 Euro könnte schon ein paar anlocken. Ich müsste nur 20 Touren verkaufen, oder? 50 Touren verkaufen. Und dann hätte ich die 1000 Euro wieder drin. Also, und selbst wenn, dann ist es sehr gute Promo. Ja, um die 50. 50 Leute, Gruppen, die 1000 haben wollen. Also, so verrückt ist das nicht. Schreibt gerne unten in die Kommentare, was ihr von der Idee haltet. Also, 1000 Euro Preisgeld, hey, der Erste, der Schnellste, der diese Tour. Und das mache ich dann halt für jede Tour, diese Aktion. Der die ohne einen einzigen Hinweis zu benutzen lösen kann, der gewinnt 1000 Euro. Dann das fett ankündigen, da ein bisschen Promo machen, ist vielleicht effektiver als irgend so ein random Influencer-Mädchen, das halt nur gut aussieht und dann ein bisschen da was hihi haha postet. Muss ich mir überlegen. Livestream ist am Start. Gute alte Zeiten mit dem Handy noch. Da hinten seht ihr es, Semmelversum. Steiner Straße 8, glaube ich, ist das. Wetter ist leider nicht so toll, aber was soll man machen? Okay, Wetter ist sogar richtig tot, Mann. Oh mein Gott, es wird immer schlimmer. So, wir machen gerade Kacken. Schön noch entleeren, bevor wir Tatis Ding probieren. Tatis Essen. Das ist der Laden, Leute. Nico ist am Start. Ich bin endgespannt. Nico ist am Start. Tati, lange Zeit nicht mehr gesehen. Ja, Mann. Ab nächster Woche bin ich wieder dabei, Mann. Ramadan zu Ende. Und wie lief's so mit der Kundschaft?
Ja, es war nicht schlecht. Also das Wetter ist super leid, ja. Das Wetter ist jetzt. Ja, aber für das, also wir haben auch ein bisschen Flyer jetzt verteilt hier. Okay. Da und da bei den Bürogebäuden, aber und das kommt schon. Also okay. Ist schon, glaube ich, echt ein guter Platz. Gar nicht beschreibt ihr, da wollten wir Opening. Ja. Gestern war er doch auch schon. Gestern? Und ist wahrscheinlich schon seit 2 Monaten, hat nichts gesagt. Nee, nur 2. Ja, ja. Ja. Alles so wie klein. Oh mein Gott, hat die extra für uns mehr Fleisch, Mann. Super Sache. Nee, extra weniger hat er gekocht. Weniger? Oh mein Gott, Mann. Fleisch, ich glaub, bevor die abonnieren, Alter, Mann. Bevor die abonnieren, Mann. Es muss einheitlich, genau. Geld-Zurück-Garantie. Ja, keine Sonderwurst hier. Ja, ja, natürlich, Mann. Wir müssen auch das bekommen, was wir auch verkaufen, oder? Wir müssen ja ein bisschen bestochen werden, oder? Selbstgemachter Ketchup, was habt ihr? Sag mal, was du so hattest hier. Saftig. Das schmeckt schon gut. Kartoffel ist, ist geil. Auch große Portion. Ja. Ja? Das ist schon eine. Wir wollen ja auch ein bisschen Geld haben. Ja gut, aber die Preise sind ja auch nicht so. In München zahlst du überall was. Ich bin nicht weit weg. Komm Nico, gib dein Fazit, bevor du noch erfrierst. Fazit? Also Portion auf jeden Fall gewaltig. Ich weiß jetzt nicht, wann sind die Pommes immer automatisch dazu, oder muss man dazu nehmen? Also, wenn du sie dazu nimmst, 2 Euro Aufpreis. Okay. Ja, zu der Semmel dazu. Aha. Ja. Aber selbst, sag ich mal, ohne die Pommes ist auch große Portion. Also selbst ich, der viel esse, sag ich mal, auf jeden Fall ausreichend. Also ich glaube, selbst ohne die Pommes... Jetzt reicht es aus, hat super geschmeckt. Ich weiß nicht, haben Sie das dann jedes Mal oder habt ihr auch ein bisschen Abwechslung? Ja, wir versuchen eine Abwechslung zu machen. Also heißt, kann man auch immer, sag ich mal, hingehen, kann man was anderes erwarten. Auswahl ist auch da, also top, sind wir nächstes Mal wieder dabei. Grünwald ist bei mir jetzt nicht unbedingt in der Ecke, aber Harras kann ich auf jeden Fall wieder vorbeischauen. Und ja. Nächstes Mal sponsert bei Tati dann Nico Weymann. Das ist gut. Nochmal komm. Danke für die Einladung. Ja, ich sag auch, alles für die Kamera gestellt, Mann. Richtig fake, Mann. Richtig fake, Mann. Wie Montana richtig Black fake. Verkaufvideo, Mann. Warte, ja, hast du da? Hast du was? Ich hab was in der Tasche, Autogrammkarte. Ich weiß jetzt nicht, was ich alles schon über den Track erzählt habe und was ich alles im Stream erzählt habe. Ja, war lecker. Aber wussten wir ja auch davor, dass die kann kochen. Wir haben schon öfters von ihm gegessen. War bisher eigentlich alles immer super saftig, außer bei Kartoffeln. Da hat er in letzter Zeit ein paar Schwachstellen gehabt. Aber seine Kartoffeln da waren super knusprig. Mein Gott, was geht da? Ich habe die gegessen, dann habe ich das Sandwich gegessen, die Semmel. Dann bin ich zurück zu den Kartoffeln. Es war windig, es war kalt und trotzdem waren die noch super knusprig. Die waren echt lecker. Selbstgemachte Ketchup, selbstgemachte Mayo. Auf jeden Fall müssen wir da mal jedes einzelne von den Semmeln probieren. Montag hat er, glaube ich, noch keinen Stellplatz. Dienstags in Grünwald. Aber wo genau, weiß ich selber nicht. Müsst ihr mal tati@semmelversum irgendwie schreiben, verlinke ich unten. Könnt ihr gerne abchecken. Mittwochs Steinergerstraße, irgendwie sowas. Da, wo wir heute waren, habe ich, glaube ich, auch schon während des Videos erwähnt. Wie gesagt, Infos folgen oder am besten Tati auf Instagram folgen. @tati_semmelversum. Es werden noch fette Aktionen folgen, Marketing liest das. Wie gesagt, Tati will das alles erstmal langsam abchecken. Und dann kann er planen und dann werden wir vielleicht auch mal ein paar Fertigkeiten machen, weil wir haben ein paar Zuschauer tatsächlich aus München. Kuss geht raus an Doktor, Eisen, Sixpack, also da haben wir schon ein paar. Canalito, dementsprechend gibt es da bestimmt mal ein Treffen. Sagt doch einfach, wenn ihr da vorbeischaut, dass ihr ein Zuschauer seid, freut Tati bestimmt und dann vielleicht gibt es auch bestimmt einen kleinen Rabatt oder so. Ansonsten, falls ihr Ideen habt natürlich, wie man das Ganze aufziehen kann, genau wie bei Hongs Tour oder so. Immer wenn ihr Ideen habt, wir sind auch für Videoideen natürlich. Wie letztens jemand wollte Shisha sehen von Shaung, haben wir direkt gemacht. Einer will jetzt, dass ich Bubble Tea selber mache. Tati hat das gesehen, er so, euer Hong macht nicht ohne mich und sowas. Ja, alles sehr unterschiedlich. Wie gesagt, ich räume hier noch ein bisschen auf, dann war es das von uns. Ihr wisst Bescheid,
wie man liken, subscriben, kommentieren. Checkt die Videos ab, folgt uns auf Instagram und Twitch. Twitch auf Freitag natürlich wieder Livestream. Ansonsten natürlich immer in Bitcoin, Krypto investieren, macht euch schlau darüber und das war's von uns. Ciao.